Weil da habe ich ja die ganze Kohle. Muss jetzt noch einen kleinen Moment gedulden. Na? Ja. Wenn wir dann in Homestadt wären. Aber nein, wir sind immer noch im Ladebildschirm. Hör noch. Aha. Wir sind dann mal angekommen. Wie viel willst du? 30.000, nur dann kann ich Straßen ausbauen. 30.000? Ja. Ich schick dir jetzt 500.000. Edna. Alter, meine Fresse, du bist wirklich nicht besonders kreativ. Wieso? Edna bricht aus, City. Benenne ich dich halt gleich um. Hier Geschenke. Ich kann dir nichts schicken. Warum nicht? Du bist zu weit weg. Ah. Heißt das jetzt, du musst mir noch eine Einladung schicken und ich muss eine neue Stadt machen, um von der Geld zu beziehen? Ich muss dir doch dafür noch keine neue Einladung schicken. Ich könnte Zerstörungshuren so ein Geld schicken, aber die da hinten nicht. Ich hab Homestadt auch ohne irgendwelche finanziellen Hilfen auf die Beine gestellt können, also kriegst du das da hinten bestimmt auch fertig. Was war das denn? Was? Nix. Du kriegst es da in Edna bricht aus City. Bestimmt hin. Jedenfalls glaube ich das, dass du das hinkriegst. Oh. Ist aber komplett schwul. So ziehen hier keine Hurensöhne hin. Du musst warten. Ist aber komplett schwul, dass ich dir nichts schicken kann, nur weil du so weit weg bist. Ist auch ein Kritikpunkt an diesem Spiel. Ja. Ich werde die Steuern jetzt monumental erhöhen. Das geht fett steil. Ja. So. Höher kann ich nicht machen. Ich habe immer noch minus 720 pro Stunde. Das heißt, ich muss wohl mein Kraftwerk ausschalten. Dein Kraftwerk? Ja. Dann hast du keinen Strom mehr. Ha! Aber solange. Dann bau halt neue Buden. Geht nicht. Ja, wie geht nicht? Solange ich im Minus bin, ist pausiert hier. Ganzes Spiel. Du drückst doch wieder auf Play. Geht ja nicht. Unten links. So, ich bin jetzt. Hab jetzt einfach das Kraftwerk lahmgelegt. Warte, dass die ganzen Typen hier einwandern. Ich habe so langsam das Gefühl, dass du ein ganz anderes Spiel als spielst als ich. Wieso? Weil ich die Hälfte von dem, was du laberst, überhaupt nicht verstehe. Wieso sollst du keine neue Buden mehr bauen können? Weil das Spiel die ganze Zeit pausiert war, wenn ich kein Geld habe und ich kann das nicht starten. Ach, du hast in der Hinsicht kein Geld mehr. Also gar kein Vermögen mehr. Hey.
Wie kriegt man das denn bitte hin? Ich bin blöd. Ja, wie man das hinkriegt? Indem man gerade in der Stadt anfängt. Hast du dir zu Anfang die Kredite aufgenommen? Ja. Ja, dann dürfte es aber normalerweise nicht passieren. Ich habe einen 100.000er Kredit aufgenommen. Ein 50.000er Kredit und ein 51.000er Kredit. Ja, dann dürfte es trotzdem nicht passieren. Aber. Ja, das ist dann blöd. Ja. In der Tat. In der Tat. Ich setze mal gerade meine Spezialisierung auf Bildung in dieser Stadt. Irgendwie kriegst du es gerade gar nicht geschissen, ne? Du bist jetzt wieder ein Plus. Ja, wenn du mein Kraftwerk ausgemacht hast. Was hast du denn alles gebaut? Ölkraftwerk und ein Wasserturm. Und Straßen. Wie viele Straßen? Ein paar. Willst du mich wohl verarschen? Hm? Du hast eh die ganze Map voll gekleistert, Alter. Du kannst ja zu mir kommen. Gucken. Ist ja eh nicht aktualisiert. Übrigens, ich habe meine Stadt umbenannt, ne? Wie heißt sie denn jetzt? Guck doch nach. Nee. Aber das wichtig jetzt doch zu tun. Ich muss meine Connor Town aufbauen. Connor Town. Ey. Die epischste Stadt im ganzen Land. Ja. In der Tat. In der Tat, in der Tat, in der Tat. The Tate. Tat in der, haha. So. Was ist denn jetzt schon wieder Bildung? Du hast was von Bill gesagt oder so? Nee, von Bildung. So, Bildung. Es sei denn, dein Nachname ist Dung. Wohl eher nicht. Oh, ich hab noch gar keine, oder? Doch, hab ich wohl. Eine Müllhalde! Was, du hast schon eine Müllhalde? Ja. Ich hab grad gedacht, ich hätte keine. So. Weißt du, wie man das Müllproblem in den Griff bekommen kann? Nein. Du musst einfach die ganzen Abladebereiche bauen. Ich hatte... Als hier in Homestadt hatte ich 2 Müllhalden. Die haben nicht gereicht. Die hatte ich beide nur mit so 4 Abladebereichen. Als ich aber dann hier 8, also die ganz ausgebaut habe, hatte ich kein Müllproblem mehr. Verstehst du? Ja. Ich verstehe, Junge. Und, warum muss ich denn bitte jetzt die ganze Müll abreißen? Die Müllhalde abreißen? Ist doch völlig schwul. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Was passiert, wenn ich die so rumsetze? Das wird passen. Okay. Muss ich die abreißen? Alter, meine Bauweise hier, die ich gerade am Tag habe in dieser Aufnahme, oder in den beiden Aufnahmen heute, die ist wirklich nicht auf Nachhaltigkeit. Ich reiße jetzt hier wieder meine komplette Müllhalde ab, um die dann, genauso wie sie ist, an einem anderen Platz wieder aufzubauen.
Wirklich nicht auf Nachhaltigkeit gelegt, ey. So. I have finance problems. Yeah, I know. Ich kann das Kohlekraft. Oh, jetzt kann ich das da. Boah, leck mich am Arsch. Da werde ich aber. Kann das Ölkraftwerk aber wohl kaum lahmlegen hier. Dann die Wichser keinen Strom und ziehen alle aus. Wir rumheulen. Kein Strom! Ich habe wirklich gerade ein verfickt fucking Problem. So, das sieht zwar komplett beschissen aus, aber dann kann ich hier jedenfalls. Ja. Kann ich jedenfalls das bauen. Mir wird hier ein Trümmer angezeigt, den es gar nicht geben tut. Echt? So, so. Ich baue jetzt hier gleich. Was, warum? Ich baue jetzt hier gleich mal meine verfickte Müllhalde komplett aus. Also mit den Abladebereichen. Dann habe ich das schon mal fertig. Ach, muss ich die Straße noch was länger ziehen. So. Dann noch die ganzen Müllwagen. Verlassen das Gebäude Grund zu hohe Steuern. Die Steuern sind 11% hoch. 11. Ja, ich glaube, die habe ich auch auf 11 stehen. Ficker hier meinen, das wären zu hohe Steuern. Irgendwas, was meine Wortwahl angeht, nicht kreativ. Ja, das mir ist mir im Prinzip scheißegal. Mein Ernst, dass ich gerade. Jetzt habe ich das Wort vergessen genannt habe. Nee, nee, nee. Doch. Aber die Leute scheinen sich anzusiedeln. Gut, gut. Also hast du deine Problemchen da in den Griff bekommen? Jo. Gut, gut. Ich habe jetzt meine Müllhalde zu Ende gebaut. Hätten wir das schon mal gefixt. Wir haben ja so eine einzigartige Sprechweise, ne? Wir sprechen ja das G, wie gefixt gerade, als J aus. Gefixt. Gefixt. Ja, das ist halt so, wenn man Eifler ist, ne? Ja, da bin ich dahin gegangen. Oder wie eine äußerst schlaue Person mal sagte, Seelflugzeug. Ja. Sollte der Müll geklärt sein? Siehst du schon wieder? Geklärt. Geklärt. Kläranlage. Meine Bude, scheiße, und ich hab kein Feuerwehr. Du hast keine Feuerwehr? Ich hab keine Feuerwehr. Ich wollte gerade was ausbauen. Wo ist meine Feuerwache? Hier. Die ist ganz ausgebaut. Meine Klinik ist auch ganz ausgebaut. Ja, ist sie auch. Aber mein Bullending nicht. Knallen wir noch einen Stein. Ich werde auch irgendwo jetzt mal ein Abwasserendrohr hinsetzen, Leute. Du hast aber durch meine Sicherheitsabteilung, Versorgungsabteilung, hast du aber die Pumpstation und die Kläranlage freigeschaltet, ne? Ja. Ja, okay. Dann ist das für die ganze Region. Also so eine Abteilung, aber der Rest halt nicht, so wie jetzt hier. Ich kann ja nicht zu dir handeln. Find ich voll schwul. Dort finde ich voll schwul. Ja, das ist aber auch schwul. Ja, das ist richtig schwul. Richtig.
Ich würde sagen, ich beginne mal mit einem Gemeindehaus. Und alle Leute freuen sich. Habe ich schon gesagt, dass ich keine Zugverbindung zu dieser Corner Town habe? Keine was-Verbindung? Keine Zugverbindung, Schienenverbindung. Musst du dir eine bauen? Ja, wie nicht? Wie denn, wenn hier nirgendwo eine Schiene liegt? Hast in Corner Town keine Schienen? Ja. Bitter. In der Tat. Ich mach mal gerade meine Hauptstraße auf hohe Dichte. Ich habe zu wenig Simoleons. Ich habe zu wenig Simoleons. Ich habe jetzt 200.000. Ich habe schon 6.000 Einwohner, ne? Ich habe jetzt 27.000. Einwohner. Willst du nicht mal in die Stadt reisen? Doch, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee. Ich glaube, in meiner Stadt brennt, ach egal. Boah, Junge, du bist so... Meine Fresse, was ist das für ein Name? Was? Ich hasse dich, Stadt. Bei mir heißt die aber gar nicht mehr so. Wie heißt sie denn jetzt? Bei mir heißt sie Stammtisch. Meine Fresse. Ja gut, ich nenne sie um. Wie denn jetzt schon wieder? In Bill City. Oh, mein ordentlicher Name. Also du hast ein Stromproblem? Nee, doch nicht. Alter, warum zum Teufel hast du bitte 232 Überschuss? Ja, wir haben ein kleines Kaff, bauen aber direkt mal unser Ölkraftwerk aus. Alter, kein Wunder, dass du kein Geld hast. Manchmal immer am Anfang. Das ist aber unlogisch. Ja. Doch. Wo hast denn deine Industrie? Ach, da. Ja. Da, wo das Ölkraftwerk die Hälfte des Platzes wegnimmt. Ja. Aber ich habe hier auf der gegenüberliegenden Insel auch noch am Rand ein bisschen. So, dass die Leute nicht belästigt werden. Können wir auch einen Hafen bauen, fällt mir bei dem Schiff, was hier so gerade fährt, auf. Ja, aber ich habe gelesen, dass das irgendwie nicht total rentabel sein soll. Du kannst dein... Irgendwas kannst du mit deinem Rathaus machen. Du kannst es, glaube ich, upgraden. Wo hast denn das überhaupt stehen? Ach, da. Ja, dein Gemeindehaus kannst du upgraden, Alter. Zu einem Rathaus. Nice. Das kannst du ab 5000 Einwohnern. Ich habe jetzt schon 6441. Bei mir steht noch 5300. Ich bin dann wieder weg. Oh, Baby. Baby. Und bei mir ist auf jeden Fall dicker Stau, wie das hier so aussieht, so rasentechnisch. Ja. Sollte ich irgendwann, wenn es mit meiner Industrie und allem bergauf geht, der Wirtschaft, dann sollte ich die mal updaten. Was bringt so richtig geil Geld, wenn man irgendwas... Was bringt kein Geld? Was bringt so richtig fett Geld, was ich jetzt bauen könnte? Messehalle, aber da ist keine Kohle für. Messegelände. Sollte ich mal langsam Geld verdienen. Nur müssen die Leute auch alle hinkommen, ne? Oder hingehen. Sonst kriegst du da nur Verluste. Ja. Und wie löst man dieses Problem am besten? Keine Ahnung. Man lässt alle Leute von der Polizei dahin fahren. Mhm. Ja, ihr werdet erfahren, wie der Bill sein Problem löst und das in der nächsten Aufnahme. Jetzt ist es hier vorbei, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und noch was zu sagen? Nö. Ich auch nicht. Überhaupt nichts mehr. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Mafia 2 SimCity.
Haut rein, Leute, und macht es gut. Bis später.